Wenn alle Schaftteile vorbereitet sind, heftet der Schuhmacher die Brandsohle mit 3 Nägeln auf den Leisten. So. Sorgfältig schneidet Esser das Leder genau nach dem Umriss des Leistens. Nachdem der Schuhmacher das Muster angefertigt hat, sucht er das Leder für den Schaft aus. Für die verschiedenen Schuhteile, Futter, Oberleder, Brandsohle, Laufsohle und Absatz werden verschiedene Lederarten benötigt. Das helle Leder nimmt Esser für das Futter, das graue für das Oberleder. Zuerst schneidet er das Vorderblatt aus. Je nach Schuhart wird die Beschaffenheit des Leders bestimmt. Als Faustregel gilt, für Straßenschuhe nimmt man leichtes Leder von jüngeren Tieren. Bei Arbeitsschuhen hingegen das von älteren Tieren.